holographisches Universum. Bohm hingegen untersuchte subatomare Physik und fand dabei heraus, dass unsere Realität auf subatomarer Ebene über Eigenschaften verfügt, die einem Hologramm gleichen. Auf den Punkt gebracht ist damit gemeint, dass Realität plastischer und leichter veränderbar ist, ähnlich wie ein Bild. Die Frage ist auch, was ist Realität überhaupt? Jeder Teil des Universums beinhaltet das gesamte Universum. Das ist ein krasses Zitat, finde ich auf jeden Fall. Auf einer tieferen Ebene zerfließt das alles in einen Ozean aus Energie. Wir leben die ganze Zeit in Trennung. Weißt du, wir sind alle getrennt voneinander. Wir müssen uns egoistisch nur um uns kümmern. Alles andere hat nichts mit uns zu tun. Der Fokus soll auf uns liegen und so. Und ich sag ganz ehrlich, auf einem deepen Level ist das teuflisch. Wir verwenden Worte, um Objekte in der 3D-Realität dadurch zu beschreiben. Aber die Worte und Konzepte existieren nur in unserem Kopf. Psychokinese bedeutet, der Geist beherrscht die Materie. Genau. Gegenstände durch Gedankenkraft bewegen. Uff. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Fühlt euch umarmt vom Lovelock. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Und zwar gehen wir ins erste Video rein, welches heißt Michael Talbot. Holographisches Universum. Oh shit, wir gehen rein. Mies in die Recherche auf jeden Fall. Es ist ein Psychologe und Autor aus den 90er Jahren. Und der hat hier einen Talk gemacht über das holographische Universum. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Ich weiß auch gar nicht, wie ich auf das Video gestoßen bin. Ich glaube, es war über den Discord. Gerne weitere Videos in den Discord reinchecken. Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Video Daumen nach oben dalassen, Kommentärchen schreiben und den Kanal natürlich abonnieren, meine lieben Freunde. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein ins Video. Ich hoffe, ihr seid ready. Let's go. Hallo und willkommen. Mein Name ist Jeffrey Mishlov und heute werden wir das holographische Realitätsmodell untersuchen und dabei auf seine Implikationen für uns selbst, unsere Körper und die uns umgebende Welt eingehen. Im Studio habe ich Michael Talbot zu Gast. Er ist Autor zahlreicher Bücher wie Mystik und Neue Physik, Jenseits des Quants und kürzlich sein neuestes Buch Das holographische Universum. Das holographische Universum. Das hört sich auf jeden Fall schon mal wild an, wenn ich das so sagen darf. Außerdem hat er 3 Romane geschrieben. Willkommen, Michael. Danke, Jeffrey. Es freut mich, hier zu sein. Du gehst in deinem neuesten Buch, Das holographische Universum, darauf ein, dass es sich dabei um ein Modell handelt, welches schon einige Jahrzehnte existiert, aber erst jetzt findet es mehr Beachtung, weil es einfach so viele bisher unerklärliche Phänomene sowohl aus dem Bereich persönlicher Erfahrung als auch der Wissenschaft erklären kann. Wie ist dieses Modell denn überhaupt entstanden? Das Modell wurde von 2 Wissenschaftlern entwickelt, dem Physiker David Bohm von der Universität von London, einem früheren Protégé von Albert Einstein, sowie dem Neurophysiologen. Der frühere Protégé von Albert Einstein. Al Pribram von der Stanford-Universität. Die beiden haben unabhängig voneinander gearbeitet. Pribram entdeckte, dass Informationen im Gehirn holographisch gespeichert werden. Bohm hingegen untersuchte subatomare Physik und fand dabei heraus, dass unsere Realität auf subatomarer Ebene über Eigenschaften verfügt, die einem Hologramm gleichen. Diese beiden Ansätze wurden zusammengeführt. Dadurch liegen uns überzeugende Hinweise dafür vor, dass unser Universum einem Hologramm gleicht. Okay, das ist die Matrix, meine lieben Freunde. Wir leben in einem Hologramm. Alles nicht real, was wir sehen. Krass, ich bin gespannt, wie er das jetzt hier erklärt. Unbedingt, dass es im wahrsten Sinne des Wortes ein Hologramm ist, aber dass ein Hologramm eine gute Metapher darstellt, um das Universum besser zu verstehen. Wenn du sagst, es ist holographisch, was genau ist damit wirklich gemeint? Auf den Punkt gebracht ist damit gemeint, dass Realität plastischer und leichter veränderbar ist, ähnlich wie ein Bild, und weniger einem Festkörperkonstrukt einer Welt gleicht, die... Die Frage ist auch, was ist Realität überhaupt? Ist Realität überhaupt das, was wir denken, was Realität ist? Das hat auch mit dem zu tun, was ich vorhin erzählt habe, mit dem, was also zwischen Materie ist so. Da ist ja auch was, nur wir sehen das halt nicht, weißt du? Ich glaube, es finden ganz viele Dinge um uns herum statt, die Spirit mehr sind, weißt du, die Energien sind, die man nicht sehen und anfassen kann, so. Deswegen ist die Realität, in der wir leben, glaube ich, nicht die volle Realität, sondern nur ein Teil der Realität, mäßig. Aus soliden Objekten besteht. Daraus ergeben sich noch weitere Konsequenzen, denn ein Hologramm verfügt über ungewöhnliche Eigenschaften. Wenn man ein Stück fotografischen Film hat, auf dem sich ein holographisches Bild befindet, dann kann man das Bild mit bloßem Auge nicht sehen. Erst wenn man den Film mit einem Laserstrahl durchleuchtet, sieht man das Bild. Zum Beispiel das an der dreidimensionalen
ein Rose. Wenn man das Stück Film in zwei Teile zerschneidet, kann man mit einem Laserstrahl aus jedem der zwei Teile das komplette dreidimensionale Bild der Rose erzeugen. Das ist eine äußerst ungewöhnliche Eigenschaft. Wenn das Universum also einem Hologramm gleicht, kann man, wie William Blake mal sagte, das gesamte Universum in einem Sandkorn wiederfinden. Jeder Teil des Universums beinhaltet das gesamte Universum. Jeder Teil des Universums beinhaltet das gesamte Universum. Das ist ein krasses Zitat, finde ich auf jeden Fall. So. Das ist ziemlich tiefgründig. Es ist echt verblüffend. Ich möchte hier nur kurz auf eine Fußnote deines Buchs eingehen, wo du darauf hinweist, dass dieser Effekt nicht mit den üblichen Postkartenhologrammen funktioniert. Das gilt nur für Hologramme, die durch einen Laserstrahl erzeugt werden. Stimmt, bei jedem meiner Vorträge kommt jemand auf mich zu und sagt mir, dass er das Hologramm seiner Kreditkarte zerschnitten hat und dass der Effekt nicht funktioniert hat. Aber das Zerschneiden geht nur mit Hologrammen, die durch Laserlicht erzeugt werden. I like that. Wenn man sich so ein Hologrammfoto mit bloßem Auge ansieht, erkennt man darauf nur Kreise, ähnlich wie Wasserwellen auf einem Teich. Stimmt, es gibt kein chiffrierbares Bild auf dem Film. Es sieht wirklich aus wie Wasserwellen auf einem Teich, also viele kleine Kreise. Man nennt es auch Interferenzmuster. Ja, das Da habe ich schon mal von gehört, Interferenzmuster. Ist, als ob man zwei kleine Kieselsteine in einen Teich wirft und sich die erzeugten Wellen überlagern. Auf dem Film wurde das Überlagerungsmuster von Laserlicht festgehalten. Bei einem Hologramm gibt es also zwei Ebenen. Einerseits das dreidimensionale Bild, das so echt aussieht, als ob man es anfassen könnte. Und die zweite Ebene ist die des Interferenzmusters. Realität kann sich in einem Hologramm auf zwei Wegen manifestieren. Als konkretes Bild oder als undechiffrierbarer Energieklecks. Eine gute Analogie dafür ist eine Sendung, die man sich im Fernsehen ansieht. Da gibt es einerseits das konkrete Bild auf dem Bildschirm und dann die Funkwellen, welche sich im ganzen Wohnzimmer befinden. Digga, ey, das ist geil, Mann. Ich liebe das, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen, weil das gibt einem neue Perspektiven auf die ganzen Dinge, die um einen herum passieren, so, weißt du? Don't ever play yourself. Das ist hier krass, Alter. Unterhose, mein Jutster. Ich küsse dein Herz. Danke für dein Prime. Liebe geht raus. Unterhose den Mann, Alter. Concrete image on the TV set. One is as the blur of radio waves permeating the living room. Wenn das Universum in gewisser Weise einem Hologramm gleicht, würde dies bedeuten, dass es zwei ganz unterschiedliche Realitätsebenen gibt. Okay, da sind wir jetzt da. Es gibt zwei ganz unterschiedliche Realitätsebenen. Konkrete Realität, die wir sehen, wenn wir uns diese Stühle, die Bäume, die Wolken oder unseren Körper ansehen, dann stellt das alles nur eine Manifestationsform von Realität dar. Auf einer tieferen Ebene zerfließt das alles in einen Ozean aus Energie, der holographisch verbunden ist und in dem jeder noch so kleine Teilaspekt das gesamte restliche Universum beinhaltet. Das ist das, was, wenn ich auch sage, dass wir alle miteinander verbunden sind, so. Wenn wir ganz tief reingehen, sind wir am Ende alle das Gleiche, mehr oder weniger, weißt du? In jedem von uns ist alles vorhanden. Und das ist es halt auf wissenschaftlicher Ebene erklärt quasi so, und es macht für mich auf jeden Fall Sinn, dass, was ich vorhin auch gesagt habe, dass es nicht nur die Sachen gibt, die wir sehen und anfassen können, sondern dass auch auf anderen Ebenen ganz andere Sachen noch stattfinden und da auch eine Art Realität ist, die wir einfach nicht sehen oder anfassen können. So, that implies that this notion that we go about our everyday lives with. Das bedeutet aber, dass unsere Alltagsauffassung getrennt voneinander zu existieren, also dass der Kaffee von der Tasse, in der er sich befindet, getrennt ist, auf einer tieferen Realitätsebene zu einem Widerspruch führt. Könnte man das so sagen? Hundertprozentig. Also ich verstehe, was er sagt, und es ist auch, glaube ich, so. Wir leben die ganze Zeit in Trennung, weißt du? Wir sind alle getrennt voneinander, wir müssen uns egoistisch nur um uns kümmern und alles andere hat nichts mit uns zu tun, der Fokus soll auf uns liegen und so. Und ich sag ganz ehrlich, auf einem deepen Level ist das teuflisch, so. Göttlich ist für mich, dass wir verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass alles miteinander verbunden ist, weil du, wenn du so lebst, die Dinge und alle Sachen, die du tust und alle Menschen, die in deinem Leben sind oder denen du begegnest, anders behandelst, wenn du verstehst, dass wir alle am Ende eins sind. Wenn du in Trennung lebst, dann kannst du ein schlechter Mensch werden, weißt du? Dann machst du Dinge und rechnest nicht mit Konsequenzen, beziehungsweise bist voll egoistisch, gehst durch die Welt, als ob es nur dich geben würde und so. Und das ist halt kein göttliches Leben, meiner Meinung nach.
Unsere Auffassungen sind zumindest künstlich. David Bohm geht darauf genauer ein, denn in unserer westlichen Art zu denken hängen wir so sehr dieser Idee an, dass ein Konzept, zum Beispiel das eines Apfels oder Elektrons, wirklich in der realen Welt existiert. Das ist wie mit Fischen, die sich nicht über das Wasser bewusst sind, in dem sie schwimmen. Das sind aber nur Konzepte. Wir verwenden Worte, um Objekte in der 3D-Realität dadurch zu beschreiben. Aber die Worte und Konzepte existieren nur in unserem Kopf. In vielen Fällen ist das zwar nur philosophische Deutelei, aber im Bereich der Quantenphysik ergeben sich dadurch echte Effekte. Das war der Grund, weshalb David Bohm überhaupt diese Idee entwickelt hat. Einer dieser Effekte, die man bei zwei miteinander verschränkten subatomaren Teilchen entdeckt hat, ist, wenn man eins der zwei Teilchen verändert, ändert sich das zweite Teilchen zeitgleich. Ja, das habe ich auch schon gesehen in einem Experiment. Wenn Teilchen miteinander verschränkt sind, dann verhalten die sich trotzdem gleich, auch wenn sie getrennt voneinander sind. Abhängig von der räumlichen Distanz der Teilchen. Das ist wie mit den Geschichten von aneigen Zwillingen, wo der eine den Schmerz des anderen spürt. Das Problem ist, dass wir keinen physikalischen Prozess finden konnten, der diese unverzögerte Informationsübertragung bewerkstelligen könnte. Das müsste ja schneller als mit Lichtgeschwindigkeit erfolgen. Ja, das Signal müsste ohne zeitliche Verzögerung übertragen werden. Das passiert direkt, das haben wir auch in der einen Dokumentation gesehen. Sehr interessant. Aber Einsteins Relativitätstheorie besagt, dass es keine Informationsübertragung schneller als mit Lichtgeschwindigkeit geben kann. Wenn das ginge, könnte man die Zeitgrenze überschreiten und den eigenen Großvater davon abhalten, die Großmutter zu heiraten. Die meisten Physiker sehen das deshalb als inkompatibel mit unserem rationalen Weltbild an. Bohm hingegen erklärt das aus einer anderen Perspektive. Ja, das ist halt, ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass es Dinge gibt, die wir rational nicht erklären können und auch niemals rational erklären können werden. So. Das ist auf einem anderen, das passiert auf einer anderen Ebene, das ist ein anderes Level an Bewusstsein so. Und da passieren göttliche Dinge, die du mit Wissenschaft nicht erklären kannst. So. Und an diese Grenze wird jeder Wissenschaftler wird immer wieder an diese Grenze stoßen. So. Und es wird niemals jemanden geben, der das richtig erklären kann. Das denke ich auf jeden Fall. Stellen Sie sich kurz vor, Sie haben ein Aquarium, in dem ein Fisch herumschwimmt. Eine Fernsehkamera filmt das Aquarium von vorne, eine zweite filmt von der Seite. Jede Kamera ist an einen Monitor angeschlossen. Weiterhin stellen wir uns vor, Sie kommen aus einer Kultur, die keine Aquarien, Fische, Kameras oder Monitore kennt. Alles, was man Ihnen zeigt, sind die zwei Bilder auf dem Bildschirm. Auf dem einen Bildschirm sehen Sie die Frontalansicht des Fischs, auf dem anderen die Seitenansicht. Bohm sagt, dass Sie aufgrund des fehlenden Verständnisses darüber, was Sie genau sehen, annehmen könnten, dass Sie da zwei unterschiedliche Fische sehen. Aber sobald sich der eine bewegt, führt der zweite die gleiche Bewegung aus. Daraus könnten Sie schließen, dass der eine Fisch irgendwie mit dem anderen Fisch kommuniziert. Bohm sagt, dass wir diesen Interpretationsfehler bei verschränkten subatomaren Teilchen machen. Wir vermuten, dass es da eine Kommunikation ohne zeitliche Verzögerung geben muss. Aber in Wirklichkeit, auf einer tieferen holographischen Realitätsebene, bilden alle Teilchen eine kosmische Einheit. Michael Talbot, Digga, Michael, ich küsse deine Zirbeldrüse, Michael in den Mann, Alter, feier ich. Sie müssen nicht miteinander kommunizieren. Sie sind wie der Fisch im Aquarium. Was dies in Bezug auf Worte bedeutet, ist, es gibt keine Trennung verschränkter Elektronen. Ein paar Leute denken, einer schreibt, bist du high. Ja, das passiert, wenn du immer mehr verstehst, wie die Welt eigentlich funktioniert, so außerhalb von dem, was wir denken, die ganze Zeit dabei gebracht bekommen, wird dich die Masse der Gesellschaft als verrückt abstempeln. Aber es hat nichts damit zu tun, es ist alles eine Sache der Perspektive. So. Für mich sind viele normale Leute verrückt. Ich bin ein Alien. Genauso wie es keine Trennung zwischen Menschen gibt. Das hat alle möglichen Implikationen. Wir versuchen seit langem, paranormale Phänomene zu verstehen. Wie kann ich per Telepathie Informationen aus deinem Kopf in meinen übertragen? Da muss es doch ein Signal geben. Aber wenn wir in einem holographischen Universum leben, braucht man kein Signal. Es könnte sein, dass ich das gesamte Universum in jedem meiner Neuronen oder Zellen in mir selbst trage. Das gleiche gilt für dich. Es gibt auch viele spirituelle Gelehrte, die sagen, dass du kannst die ganze Wahrheit und das ganze Wissen der Welt erlangen, ohne dich mit anderen Menschen zu unterhalten. Du musst nur mit dir selbst richtig in Touch sein und eine gewisse Bewusstseinsebene erreichen und dich mit der Natur verbinden und dann hast du Antwort auf alle Fragen. Hört sich krass an, ich glaube daran. So, und das ist eigentlich das, was er sagt, dass wir eigentlich alle alles in uns haben. Alles.
Es ist nur, dass wir halt extrem limitiert sind als Menschen heutzutage und uns auch limitieren lassen haben und uns einreden lassen haben, dass wir nicht alles wissen und nicht alles können und nicht alles erreichen und wissen können, damit man uns halt kontrollieren kann. Wenn wir die Macht realisieren würden, die jeder Einzelne von sich, von uns in sich trägt, Digga, dann könnten wir die Welt verändern. So, jeder Einzelne könnte die Welt verändern. Aber das will man halt nicht, dass wir so bewusst werden, dass wir das realisieren. Deswegen passieren doch auch so Phänomene wie Selbstheilung und wie Gedankenübertragung. Und diese ganzen Sachen, die kannst du wissenschaftlich nicht erklären. Wir haben uns so viele Dokumentationen zu diesen Themen reingezogen und die Wissenschaftler sitzen selber da und sagen, das können wir wissenschaftlich nicht erklären, was hier passiert, aber es passiert. Auf dieser tieferen Realitätsebene können wir auf Informationen zugreifen, die außerhalb unserer normalen fünf Sinne zu liegen scheinen. Ich interessiere mich sehr für paranormale Phänomene und ich weiß, dass du selbst zahlreiche solche Erfahrungen gemacht hast. Dieses holographische Modell war gar nicht dafür gedacht, solche Phänomene zu erklären. Neurophysiologen wie Carl Pribram scheint es eher unangenehm zu sein, dass das Modell eben auch solche Erklärungen für paranormale Phänomene liefert. Er hat das Modell schließlich entwickelt, um Speicherung von Erinnerungen zu erklären. Was gibt es dazu zu sagen? Pribram arbeitete unter dem berühmten Neurophysiologen Carl Lashley. Damals glaubte man, dass Erinnerungen an einen bestimmten Punkt im Gehirn gespeichert werden. Es gab den Begriff des Großmutterneurons. Man dachte also, es gäbe eine bestimmte Zelle, die alle Erinnerungen über unsere Großmutter gespeichert hat. Krass. Sie machten daraufhin eine Reihe ziemlich grausamer Tierversuche, aber sie gelangten dadurch zu wirklich tiefgründigen Erkenntnissen. Bei den Versuchen brachten sie Ratten bei, durch ein Labyrinth zu laufen. Dann entfernten Pribram und Lashley Teile des Gehirns der Ratten mit dem Ziel, den Bereich zu identifizieren, wo die Information über den Das ist schon grausam. Ja, immer wenn ich Tierversuche sehe, höre und so, dann denke ich mir immer, was seid ihr für durchtriebene Menschen, Alter, dass ihr einfach Tiere nehmt und dann Gehirne. Die schneiden einfach einen Teil vom Gehirn von einer Ratte raus, um zu gucken, ob die Ratte das Labyrinth noch weiterlaufen kann. Das ist doch krank, Bro. Also da fehlen mir die Worte, Digga. Boah, des Labyrinths gespeichert war. Egal welchen Teil des Gehirns sie auch entfernten, die Ratten verlernten nie, wie sie am schnellsten durch das Labyrinth laufen konnten. Der Eingriff beeinträchtigte zwar die Bewegungskoordination der Ratten und sie hinkten durchs Labyrinth, aber stets auf dem kürzesten Weg. Chirurgen und Ärzte kannten diesen Effekt bereits. Menschen mit Kopfverletzungen vergessen nicht die Hälfte des Alphabets, der Namen ihrer Familie oder eines Romans, den sie gelesen haben. Es gibt nur globale Beeinträchtigungen, die alle Erinnerungen betreffen. Erinnerungen sind also anders in unserem Gehirn gespeichert wie Bücher, die in einem Regal stehen. Krass. Es war erst in den 60ern, als Pribram das holographische Modell fürs Gehirn entwickelte und erkannte, dass das Ganze in jedem Teilaspekt gespeichert ist. Wir hatten vorhin gesagt, dass jedes Hologramm aus Interferenzmustern aufgebaut ist. Diese Kreismuster müssen aber nicht auf Laserlicht basieren. Sie können durch beliebige andere Energieformen erzeugt werden, zum Beispiel magnetisch, elektrisch oder durch Röntgenstrahlen. Pribram sagte sich, unsere Synapsen geben permanent elektrische Impulse ab. Das sind wie kleine Kieselsteine, die wir in den elektromagnetischen Teich unseres Gehirns werfen. Dadurch erzeugen wir Wellenmuster, die sich überlagern und auf diesem Weg denken und erinnern wir, quasi durch das Hologramm in unserem Kopf. Krass. Das würde auch unter einem anderen Aspekt betrachtet Sinn ergeben. Wenn man ein Hologramm zerschneidet, wird das Bild umso unschärfer, je kleiner das Bruchstück des ursprünglichen Hologramms ist. Das ganze Bild ist zwar da, aber es verschwimmt zunehmend, ähnlich wie Erinnerungen. Genau, wenn man einen Teil des Gehirns entfernt, verschwimmt die Erinnerung. Pribram entdeckte auch, dass die gleichen Prozesse bei der Verarbeitung optischer Informationen im Gehirn angewendet werden. Pribram hat diesen Teil nicht selbst entdeckt, sondern ist auf Forschungsarbeiten anderer Wissenschaftler gestoßen, die das erforscht haben. Interessant ist ebenfalls, dass die Natur alle möglichen mathematischen Sprachen einsetzt. Wenn wir physische Phänomene untersuchen, entdecken wir oft einen mathematischen Unterbau für das Phänomen. Codes. Es gibt unzählige solcher mathematischen Sprachen. Die Mathematik, die bei Hologrammen zum Einsatz kommt, wurde von einem Franzosen namens Fourier entwickelt und heißt deshalb Fourier-Transformation. Fourier, der hieß echt so, oder was? Interessanterweise nutzt unser Gehirn ebenfalls Fourier-Transformation, um visuelle Informationen zu verarbeiten. Das ist schon ein äußerst ungewöhnlicher Zufall, vergleichbar damit, Eskimos zu entdecken, die Spanisch sprechen. Das ist zwar kein Beweis dafür, dass unser Gehirn ein Hologramm ist, aber es deutet in diese Richtung.
Praktisch alle anderen Sinne scheinen ebenfalls die Fourier-Transformation zur Informationsverarbeitung zu nutzen. Das Gehirn verwendet also die gleiche mathematische Sprache zur Verarbeitung von Sinneseindrücken, wie sie bei der Erzeugung eines Hologramms Anwendung findet. Das ist zwar kein eindeutiger Beweis, aber es deutet in die Richtung des Gehirns als Hologramm. Es scheint mir so, als ob dadurch eine andere Betrachtungsweise von Bewusstsein notwendig wird. Aha, da sind wir jetzt beim Thema Bewusstsein. Ja, das stimmt. Ich gehe da nicht ganz konform mit Pribram, denn er sieht die elektromagnetischen Interferenzmuster als die relevanten Muster an, die das Hologramm bilden. Ich bin da eher der Mystiker, denn ich hatte als Jugendlicher aus... Das ist ein rechter Verschwörungsmystiker-Schwurbler. Körperliche Erfahrung. Und während ich außerhalb meines Körpers war, wurde mir auf einmal bewusst, dass ich gerade denke, ohne dafür mein Gehirn zu benutzen. Mein Gehirn war in meinem Körper. Das ist deine Seele, bruv. Krass, der hat außerkörperliche Erfahrungen gemacht. Das ist ein heftiger Typ. In meinem Bett liegen sah. Ich wusste... Ich meine, okay, das haben schon einige gemacht, ne? So luzides Träumen, dies, das, bla bla bla. Aber, ja, ich finde es voll interessant. Das Ganze kein Traum war, denn ich flog durch unseren Garten und sah dabei ein Buch zwischen unserem Grundstück und dem unseres Nachbarn liegen. Es war ein Buch des französischen Kurzgeschichtenautors Guillaume Pesson. Am nächsten Tag sprach mich unser Nachbar an und sagte, Michael, ich vermisse ein Buch von Guillaume Pesson. Hast du das zufällig irgendwo gesehen? Ich dachte mir, na klar, da bin ich doch letzte Nacht drüber geflogen. Das ist halt krass, ne? Er hat recht. Er ist ja getrennt von seinem physischen Körper, getrennt von seinem Gehirn, getrennt von allem, was unseren physischen Körper ausmacht und kann trotzdem Dinge wahrnehmen und die dann speichern quasi und dann auch zurück mit in seinen Körper reinnehmen, so. Wie geht das? Weißt du, wie ich meine? Wenn wir angeblich nur Materie sind. Es gibt ja viele Menschen, die glauben, dass wir einfach nur Materie sind und wenn unser physischer Körper stirbt, dass wir dann komplett weg sind, so. Das wäre mal eine coole Frage an den Chat. Wer von euch glaubt, dass wir rein Materie sind? Eins in den Chat. Wer von euch glaubt, dass wir mehr als Materie sind und dass, wenn wir sterben, dass da noch was bleibt? Sowas wie eine Seele, ein Bewusstsein. Zwei in den Chat. Das habe ich mir natürlich nicht so gesagt, aber ich habe das Buch wirklich dort gefunden, wo ich es außerkörperlich gesehen hatte. Ich versuche zwar stets, die Welt durch die wissenschaftliche Brille zu betrachten, aber durch dieses Erlebnis wurde ich damit konfrontiert, wie meine spirituellen Glaubenssätze, zum Beispiel, dass man den physischen Tod überleben kann, auf diesen tief verwurzelten Glauben traf, dass das physische Gehirn für meine Denkprozesse verantwortlich ist. Geil, das ist einfach nur ein Apparat. Das ist krass, dass er genau das jetzt gerade anspricht. Und dass er rausgegangen ist quasi aus der wissenschaftlichen Denkweise, weil er halt spirituelle Erlebnisse gemacht hat. Und ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass wir anfangen zu checken, dass es nicht nur, dass wir das miteinander kombinieren müssen, damit wir verstehen, wie alles wirklich funktioniert und dass es nicht getrennt voneinander, wie alles nicht getrennt voneinander stattfindet, so. Dass auch Wissenschaft und Spiritualität nicht getrennt voneinander stattfinden, sondern dass das zusammengehört. Okay, ein paar Leute haben eins geschrieben, die meisten Leute haben Zweier reingeknallt. Also die Einser, Free Engel, zum Beispiel Terry Loves Nature und Rhinox. Ihr glaubt, dass es dann quasi nach dem Tod für immer vorbei ist, ne? Also dass es sowas wie eine Seele gar nicht wirklich gibt, sondern dass es einfach nur Dinge gibt, die man anfassen kann und alles andere gibt es eigentlich nicht. Ist so mäßig, ne? Das war damals wie eine Offenbarung für mich und mir wurde klar, dass es eben nicht das physische Gehirn ist, mit dem ich denke. Von daher bin ich mir nicht so sicher, ob es nur die elektromagnetischen Interferenzmuster sind, die das Hologramm unseres Gehirns bilden. Vielleicht spielt dabei auch eine subtilere Energieform eine Rolle, die wir mit unserer heute verfügbaren Technologie einfach noch nicht entdeckt haben. David Bohms Modell ist an dieser Stelle interessant, denn er sieht das Universum nicht als Hologramm, welches aus elektromagnetischen Interferenzmustern erzeugt wird, sondern er betrachtet Quantenwellenpotenziale, also eine deutlich tiefere Ebene. Ich habe Pribram auch mal sagen hören, dass es um Quantenwellen... Das ist auch ein wilder Name, ne? Pribram? Pribram. Geil, es gibt Namen, die sind krass. Potenziale im Gehirn geht. Das wäre viel tiefer in unserem Realitätsgefüge von Energie und Materie verankert, als nur auf der elektromagnetischen Ebene.
Das ist irgendwie ein witziger Aspekt in der Wissenschaft. Der berühmte Physiker Hermann Bundy nannte es die Verlockung des Komplettseins. Wenn wir an der äußeren Grenze des Messbaren ankommen, nehmen wir stets an, dass es jenseits dieser Grenze nichts mehr zu messen gibt. Ich vergleiche das gerne mit der Zeit, wo wir noch nicht die ganze Welt komplett erforscht hatten. Damals dachten die Menschen wirklich, jenseits der bekannten Kartengrenze leben irgendwelche Monster und da beginnt das Nichts. Das Gleiche gilt in der Physik. Wenn wir da bis auf eine bestimmte Ebene vorgedrungen sind, ist es ein übliches Vorurteil, dass es jenseits dieser Ebene nichts mehr zu entdecken gibt. Da ist einfach nur leerer Raum. Wir brauchen irgendwie diese Verlockung des Komplettseins, also zu glauben, dass unser Wissen über das Universum komplett ist. Ja, das ist eine menschliche Eigenschaft. Wir tendieren dazu, dass wir alles erklären müssen und alles erklären wollen. So entstehen auch Besserwisser. Ich versuche halt immer kein Besserwisser zu sein, weil wenn du ein Besserwisser bist und denkst, dass du alles weißt, kannst du nicht wirklich was dazulernen. Das geht in eine ähnliche Richtung rein. So, wir denken immer, dass wir alles erklären müssen und dann fühlen wir uns vollkommen. Obwohl wir uns eigentlich erst vollkommen fühlen, wenn wir das realisieren, dass es auch unerklärliche Dinge gibt, so weißt du? Und dass wir die Sachen auch einfach annehmen und akzeptieren. So. Free Engel sagt, nein, das auch nicht. Nö, dann ist es eben Ende, wie wenn man schläft und nichts träumt. Einfach weg. Einfach weg. Das ist halt so weit weg von meiner Realität, aber ich natürlich respektiere ich, dass du so denkst. Ja, ich glaube halt nicht, dass wir einfach gehen. So. Genauso wie ich nicht glaube, dass wir nur physischer Körper sind. So. Ich spüre, dass wir mehr als das sind. Ich spüre die Connection mit höheren Dingen. Ich spüre auch die Connection mit anderen Lebewesen, mit anderen Menschen, mit vielem, mit der Natur und so. Da findet so viel, also ich spüre einfach, dass so viel zwischen den Zeilen stattfindet, außerhalb vom physischen Raum und vom physischen Ding und vom materiellen Ding so. Ich merke einfach, dass da außerhalb davon was, dass es da was gibt so, weißt du? Und deswegen glaube ich daran. Bohm ist einer der wenigen Physiker, der sich getraut hat zu sagen, hey, der Kaiser ist ja nackt. Er sagt, es ist nur ein Vorurteil zu glauben, dass es keine anderen Realitäten jenseits unserer 3D-Realität gibt. Bohm denkt, es gibt verschiedenste Realitäten jenseits des uns Bekannten, denn sie könnten aus unzähligen, subtileren Energieformen bestehen, die wir heute noch nicht kennen. Das Quantenpotenzial ist nur eine davon. Es ist ein theoretisches Energiefeld, das man bisher noch nicht direkt messen konnte, aber Bohm sieht indirekte Beweise für seine Existenz. Nach meinem Verständnis ist dieses Konzept unter Quantenphysikern inzwischen allgemein anerkannt. Naja, das würde ich so nicht sagen. Es wird kontrovers diskutiert, denn das Standarderklärungsmodell der Quantenphysik basiert auf einer der Verlockungen des Komplettseins. Nach dieser Erklärung gibt es nichts jenseits des Bekannten. Der dänische Begründer der Quantenphysik Niels Bohr sagte, dass ab einer bestimmten Grenze das Messbare so verschwommen ist, dass man einfach nicht mehr wissen kann. Bohm geht da einen anderen Weg und er wird deshalb von vielen Quantenphysikern herablassend betrachtet, denn die Mehrheit hat sich Bohrs Erklärungsmodell angeschlossen und das Konzept des Quantenpotenzials ist bei vielen Physikern nicht gerne gesehen. Vielleicht sollten wir nicht zu tief in die Quantenphysik einsteigen, aber trotzdem wäre es wichtig, kurz auf die Unschärferelation einzugehen. Denn an dieser Stelle schließt sich der Kreis. Die Physik sagt, dass wir ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr wissen können, weil wir durch unsere... Was denkst du, passiert nach dem Tod? Glaubst du auch an Reinkarnation? Das ist alles theoretisch, so, weißt du, wie ich meine? Ich treffe da ungern Aussagen, weil ich das halt auch nicht weiß, so, weißt du? Ich rede nicht gerne über Dinge, die ich nicht richtig weiß, so. Weißt du, was ich meine? Ich habe selber noch keine Nahtoderfahrung gemacht. Ich habe natürlich von vielen Leuten schon gehört, wie das ist, so. Also, ich kann mir nur... Es gibt mehrere Szenarien, die ich mir vorstellen könnte, so, aber ich weiß es halt nicht. Deswegen ist es schwer, da eine Aussage zu treffen, auf jeden Fall. Ich meine, das Universum entstand auch aus dem Nichts. Also ich denke, es geht safe nach dem Tod weiter, sonst würde es nicht so viel Aussagen von Kindern geben. Das Universum entstand aus dem Nichts, glaube ich halt auch nicht. So. Ich glaube, das Universum entstand aus einer Intention heraus, von einem Bewusstsein, so weißt du. Weil alles, was Materie ist und was du anfassen kannst, muss vorher gedacht werden. So, warum sollte das Universum aus dem Nichts entstehen, wenn nichts eigentlich, was wir sehen in unserer physischen Welt, aus dem Nichts entstanden ist?
alles hat einen Prozess, weißt du, alles hat einen, muss einen Prozess durchlaufen, damit es überhaupt existiert. Alles, was wir sehen und anfassen können, so, wurde vorher gedacht, war vorher eigentlich nur Energie. Also es war in irgendwelchen Köpfen. Also irgendeiner hat diese Intention angestoßen, okay, ich will das jetzt erschaffen, so. Und genauso, denke ich, auch sieht es mit dem Universum aus. Ich glaube, es muss ein Bewusstsein geben, was diesen ganzen Prozess angestoßen hat. Beobachtung bzw. eine Messung, das, was wir beobachten wollen, beeinflussen und somit das Messergebnis verändern. Das bringt uns an einen Punkt, wo die Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt unmöglich wird. Stimmt, aber Physiker reagieren da auf eine eher witzige und schizophrene Weise. Sie geben offen zu, dass die Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt unmöglich wird, aber irgendwie hat das alles angeblich keine Auswirkungen auf die reale Welt. Sie sehen keinen Bezug vom mikroskopisch Kleinen zu unserer makroskopischen Welt. Trotzdem treten schleichend immer mehr Beweise dafür auf, dass es eben doch eine Auswirkung auf die makroskopische Welt hat. Ein Beispiel dafür ist, dass man Helium nicht so tief abkühlen kann, dass es gefriert. Man kann Wasserstoff oder Kohlendioxid gefrieren, aber wenn Heliumatome in Festkörperform auftreten würden, würde dies die Unschärferelation verletzen. Die Natur scheint dies nicht zu erlauben. Egal wie kalt Helium auch wird, es bleibt flüssig. Das wusste ich nicht. Man kann Helium nicht frieren, sagst du? Ja, voll flüssig. Ah, wieder was gelernt hier, wa? Um Helium zu haben, ist im Grunde eine Manifestation der Unschärferelation in unserer makroskopischen Welt. Es gibt andere Beispiele, zum Beispiel ein Gerät, das sich Squid nennt. Das ist eine elektrische Spule. Also wir gehen hier tief in die Physik, in die Psychologie und in diese ganzen Sachen rein. Ich finde das so interessant, sage ich euch ehrlich, weil hier kann man was lernen. Also ich lerne auf jeden Fall immer was dazu und vor allen Dingen ändert das auch die Perspektive auf Dinge. Weißt du, umso mehr Wissen du erlangst, umso mehr ändert sich deine Perspektive aufs Leben und auf Dinge generell. Und ich finde das mächtig. Ich finde Wissen echt nice. Weißt du, was ich meine? Ich finde es echt nice. Und ich finde es auch geil, dass ich mir Wissen aneignen kann und das gleichzeitig mit meinem Chat hier teilen kann, die dann auch ihre eigenen Perspektiven dazu haben und so. Ich finde es voll wertvoll. Mit der es so scheint. Auch YouTube natürlich, liebe euch. Ob sich dadurch zeigen lässt, dass darin Strom gleichzeitig in gegensätzlichen Richtungen durch die Spulenwindung fließt. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit und auch ein Quantenphänomen, wo sich zwei Realitäten überlappen. Ich denke also, wir werden diese Grenze überschreiten. Ich muss zugeben, dass ich die Implikationen deines letzten Beispiels nicht so ganz verstanden habe, aber andere Beispiele, die mir relevant erscheinen, sind zum Beispiel die enormen Auswirkungen, die unser Verstand auf unsere Körperfunktion hat. Christian Koch sagt gerade, es könnte ja theoretisch höhere Energien geben oder Universen, die wir einfach nicht ins Bewusstsein reinlassen können. Ich denke nicht, dass sich Gott bewusst vor uns verbirgt, sondern dass er einfach eine zu hohe Schwingung hat. Na, also mein aktueller Stand ist, dass ich überzeugt davon bin, dass ich glaube halt auch nicht daran, dass Gott eine Person ist. Ich glaube nicht, dass Gott einen physischen Körper hat, so. Weißt du? Ich glaube, dass Gott überall ist, Digga. Dass Gott gerade in dem ist, was ich versucht habe vorhin zu erklären, im Raum. Weißt du? Dass er eigentlich überall um uns herum ist, in uns ist und ja, eigentlich die ganze Zeit präsent ist, nur wir ignorieren das, weil wir uns zu viel auf Materie konzentrieren und nicht mehr sind. Und ich glaube, umso mehr du bist, umso mehr du ins Sein reinkommst, umso mehr du in die Achtsamkeit reinkommst, umso mehr wirst du Gott spüren. Kann. Also der Placebo-Effekt oder Heilung durch Visualisierung. Damit kommen wir dann allerdings von Bohm zu Priprim, aber die Implikationen sind ähnlich tiefgründig. Priprim sagt, dass unser Denken auf Hologrammen in unserem Kopf basiert. Was außerhalb von unserem Kopf passiert, ist vergleichbar mit den Funkwellen im Wohnzimmer, die den Fernseher mit einem Bild versorgen. Wir sind sowas wie bewusste Fernsehempfänger und was wir für Realität halten, ist nur das Bild der äußeren Welt in unserem Verstand. Ist so, deswegen ist es ja auch so, dass jeder die Mensch mit anderen Augen, der die Welt mit anderen Augen sieht. So, jeder einzelne Mensch sieht nicht das, was ich sehe. Du kannst dich jetzt neben mir sitzen und da rausgucken und du siehst nicht das Gleiche, was ich sehe, weil es einfach nur eine Projektion ist. Mein Gehirn verarbeitet das, was ich sehe, auf meine Art und Weise und der neben mir sitzt zum Beispiel, verarbeitet das, was er sieht, auf seine Art und Weise. Deswegen ist es eine
andere Realität. Und deswegen ist Realität meiner Meinung nach auch relativ. Alle möglichen Beweise dafür zusammengetragen, dass wir mehr auf die Realitätsmodelle in unserem Kopf reagieren, als auf die äußere Realität selbst. Ein Psychologe hat mal einen Versuch mit Soldaten durchgeführt und sie 20 Meilen marschieren lassen. Einigen sagte er vorher, sie würden 10 Meilen marschieren, anderen sagte er, es wären 20 und wieder anderen sagte er, es wären 30 Meilen. Alle sind zwar die gleiche Distanz marschiert, aber physiologische Untersuchungen haben ergeben, dass ihre Körperreaktion nicht der tatsächlichen Entfernung, sondern dem Realitätsmodell in ihrem Kopf, ja, das ist doch krass, und der vorherigen Angabe, wie weit sie laufen würden, entsprach. In der Medizin kann der Ansatz, dass wir auf das Realitätsmodell in unserem Kopf reagieren, zur Erklärung des Placebo-Effekts herangezogen werden. Ja. Es hängt alles davon ab, was wir glauben und denken. Ein berühmtes Beispiel dafür ist der Fall eines Patienten mit Lymphdrüsenkrebs, der in seinem ganzen Körper Geschwüre der Größe von Orangen hatte. Sein Arzt gab ihm nur noch wenige Tage, aber der Patient hatte von einem neuen Krebsmedikament namens Cribaosin gehört und er bestand darauf, damit behandelt zu werden. Der Arzt meinte zwar, es dauert Wochen, bis Cribaosin wirkt, so lange haben sie nicht mehr, aber aus Mitleid begann er trotzdem mit der Behandlung. 3 Tage nach Beginn der Behandlung begannen seine Tumore sich zurückzubilden, und zwar, wie der Arzt sagte, so schnell wie Schneebälle auf einem heißen Ofen. Keine andere Behandlungsmethode hätte so eine schnelle Reaktion auslösen können, und der Patient schien innerhalb von kürzester Zeit völlig vom Krebs geheilt zu sein. Er nahm sein normales Leben wieder auf, allerdings las er ein paar Monate später einen Artikel darüber, dass Cribaosin nicht besonders effektiv ist, und schlagartig begannen seine Tumore erneut zu wuchern. Überlegt euch mal, wie powerful das ist, was wir mit unserem Glauben an Dinge einfach auslösen können, ne? Crazy. Deswegen ist es so wichtig, bewusst zu sein und, ja, Alter, die richtigen Perspektiven anzunehmen auf Dinge, damit wir uns nicht selber kaputt machen. Ich glaube, die Menschen haben halt das Potenzial, sich selber extrem zu zerstören oder sich extrem zu heilen oder zu erleuchten, also stark und gut zu sein und das, was man möchte, so, weißt du, wir haben Potenzial in beide Richtungen. Sein Arzt vermutete, dass es vielleicht nicht das Krebsmedikament war, das den Mann geheilt hatte, sondern sein Glaube an dessen Wirksamkeit. Er belog also seinen Patienten und sagte, die Artikel stimmen nicht, Cribaosin wirkt und hier habe ich sogar eine verbesserte neue Variante davon. Er spritzte dem Mann allerdings eine reine Kochsalzlösung, völlig ohne Wirkstoff. Daraufhin lösten sich die Tumore erneut komplett auf. Leider las der Mann Monate später einen Artikel darüber, dass Cribaosin sich als völlig wirkungslos gegen Krebs entpuppt hat. Sein Krebs kehrt zurück und diesmal stirbt er daran. Die Quintessenz des Fallberichts? Irgendwie hat der Patient es geschafft, sich selbst zu heilen. Und sich dann auch wieder selbst zu töten. Sonst hätte er nicht auf die Injektion völlig wirkstofffreier Kochsalzlösung mit Heilung reagiert. Er hat also auf das Realitätsmodell in seinem Kopf und den Glauben daran, dass er geheilt werden würde, reagiert. Das ist einer der spannendsten Aspekte des holographischen Realitätsmodells und es gibt zahllose weitere Beispiele. In England wurde eine neue Chemotherapie entwickelt. In einem Versuch verabreichte man der Hälfte der Krebspatienten das neue Medikament und der anderen Hälfte ein Placebo-Präparat. Niemand wusste, wer die echte Medizin bekam, aber allen wurde gesagt, die Medizin hat leider extreme Nebenwirkungen und ihnen werden deshalb alle Haare ausfallen. 30% der Patienten, die nur das Placebo-Präparat einnahmen, fielen die Haare aus. Als ich von diesem Versuchsergebnis erfuhr... Überlegt dir das mal, Bro. Ist euch klar, was das bedeutet? Aber das haben wir ja schon in einigen Videos gehört und gesehen, ne? Das Geheimnis der Heilung. Also das, er kombiniert auch viele Themen miteinander und du merkst auch, da merke ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, auf jeden Fall auch mit was für Themen ich mich beschäftige, weil die Dinge immer mehr Sinn machen auch und man immer mehr Perspektiven von Leuten bekommt, die das ganze Wissen auch miteinander kombinieren und dann einfach selbst schlussfolgern, so, weißt du, und genauso ist es halt auch bei mir, aber wir haben uns so viele, also das hat jetzt kombiniert, dieses Geheimnis der Heilung, dann die Bewusstseinsdokumentation, diese ganzen Sachen fließen hier alle irgendwo mit ein, weißt du? Mir der Gedanke durch den Kopf, dass ich stets beim Essen von Süßem gedacht hatte, das ist eigentlich ungesund für mich. Vielleicht reagiere ich auch dort mehr auf das Realitätsmodell in meinem Kopf als auf den tatsächlichen Nährwert der Süßigkeiten. Solche Beispiele sind in der Wissenschaft seit Hunderten von Jahren bekannt, aber sie wurden nicht ernst genommen, denn Wissenschaftler wissen nicht, wie sie die Auswirkungen von Bewusstsein auf Materie durch das vorherrschende wissenschaftliche Modell erklären können. Wir betrachten Bewusstsein nach wie vor als eine reine Begleiterscheinung, aber wenn man die Existenz von holographischen Bildern im Gehirn in Erwägung zieht, dann wird Bewusstsein eher zu einem Mechanismus, wobei der Begriff Mechanismus hier irgendwie nicht...
Wenn du denkst, dass etwas dir nicht gut tut, dann wird es dir auch nicht gut tun. Das ist eine mächtige Aussage, die er eben hier getätigt hat, so, ne? Und ja, Alter, es gibt natürlich Dinge, wo ich jetzt zum Beispiel persönlich auch sage, ey, das tut mir nicht gut und deswegen habe ich damit aufgehört oder deswegen höre ich damit auf, so. Aber wenn ich sie trotzdem weiter tue und denke, dass sie mir nicht gut tun, dann werden sie mir vielleicht noch schlechter tun, als sie mir überhaupt tun würden, wenn ich es machen würde, ohne daran zu denken, dass es mir schlecht tut. Es ist ein bisschen Kopfgeficker, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Das passt. Aber dadurch kann man zumindest Menschen eine andere Sichtweise bezüglich der Rolle vom Bewusstsein vermitteln. Gives people a model in which they can begin to appreciate more the role of consciousness. Das stimmt. Für lange Zeit hat man in der westlichen Medizin geglaubt, dass es fast keine Verbindung zwischen Gehirn und Körper gibt. In den letzten Jahrzehnten beginnen wir langsam zu erkennen, dass es doch bestimmte Informationskanäle gibt und wir versuchen sie zu erforschen, zum Beispiel Neuropeptide. Sag nochmal, wie meinst du? Ich meinte das, wenn du dir bewusst darüber wirst, dass die Dinge nicht gut tun und du sie trotzdem weiter tust, dann könnten sie dir eventuell noch schlimmer, also dann könnten sie noch schlimmer für dich sein, als wenn du sie tun würdest, ohne daran zu glauben, dass sie dir nicht gut tun. Weißt du? Deswegen ist es wichtig, dass wenn du für dich realisierst, dass dir gewisse Dinge nicht gut tun, dass du dann damit aufhörst und nicht damit weitermachst. Weil wenn du realisiert hast, dass sie dir nicht gut tun und du es trotzdem weitermachst, hat es einen schlimmeren Effekt, als wenn du es gar nicht erst realisierst. Weißt du, was ich meine? Wenn das Universum aber wirklich holographisch organisiert ist, dann gibt es so unglaublich viele Verbindungen, dass im Grunde eine Trennung von Gehirn und Körper gar nicht mehr möglich ist. Vor diesem Hintergrund nach einem exakten Informationspfad zu suchen, macht vielleicht gar keinen Sinn, weil es einfach keinen Unterschied mehr zwischen Körper und Gehirn gibt, ähnlich zweier verschränkter Elektronen. Um das Ganze noch einen Schritt weiter zu entwickeln, du sagst im Grunde, es gibt auch keine Trennung zwischen uns selbst und dem gesamten Universum. Das hätte tiefgründige Auswirkungen auf spirituelle Erfahrungen und ich weiß, dass du selbst solche Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht können wir noch kurz auf einige deiner eigenen Erfahrungen in diesem Bereich eingehen. Ich habe mich von klein auf für Wissenschaft interessiert, aber ich bin in einem eher ungewöhnlichen Umfeld mit ziemlich seltsamen Erfahrungen aufgewachsen. Zum Beispiel spukte in unserem Haus ein Poltergeist und praktisch täglich bewegten sich Gegenstände um mich herum von selbst. Wenn man sowas als kleines Kind erlebt, betrachtet man das irgendwann als... Peter ist faszinierend, fühle ich auch. Mal. Und ich musste auf schmerzhafte Weise lernen, dass das keineswegs normal ist. Wenn meine Freunde mich besuchten, merkte ich, dass sie völlig verstört von diesen Psychokinese-Effekten waren. David Bohm geht in seiner Forschung auf Psychokinese ein. Er sagt allerdings, dass wir vielleicht einen falschen Ansatz verfolgen, wenn wir nach der Energie suchen, die das Gehirn verlässt, um einen Gegenstand zu bewegen. Denn zwischen beidem gibt es in Wirklichkeit keine Trennung. Wow. Psychokinese bedeutet, der Geist beherrscht die Materie. Genau. Gegenstände durch Gedankenkraft bewegen. Uff. Mach mal. Andrew. Beweg mal dein Handy jetzt mit deinen Gedanken. Komm, kleine Umfrage im Chat hier. Wer glaubt, dass das möglich ist? Eins. Wer glaubt, das ist völliger Humbug? Der Typ ist High. Zwei. Aber wir sind auf einer tieferen Ebene mit diesen Gegenständen genauso verbunden wie mit allem anderen. Bohm sieht das Kernelement zu erfolgreicher... Und ich meine damit nicht, dass es für uns alle möglich ist, sondern dass es für gewisse Menschen, die dieses Bewusstseinslevel erreicht haben, möglich ist. Also wer glaubt daran, dass sowas möglich sein könnte, wenn man den gewissen... Wenn man das richtige Level hat oder wenn man einen gewissen Status erreicht hat, so... Eins für ja, zwei für nein. Schneller. Chat, nicht einschlafen hier. Psychokinese darin, mit dem Gegenstand in Resonanz zu treten und zu erkennen, dass es in Wirklichkeit keine Trennung gibt. Können wir noch ganz kurz auf das Thema Leben nach dem Tod bzw. spirituelle Erfahrungen anderer Realitäten eingehen? Das Spannende am holographischen Realitätsmodell ist, dass Menschen es dazu verwendet haben, um alle möglichen anderen Realitäten zu erforschen bzw. Effekte zu erklären. Krass, Digga, viele Einser, ja? Viele Einser, crazy. Stark. Ein Beispiel dafür ist Akupunktur, denn man findet zum Beispiel an unserem Ohr Akupunkturpunkte für den gesamten Körper. Unser gesamter Körper ist quasi auf dem Ohr abgebildet. Das Ohr ist krass, ne? Wer ist auch empfindlich am Ohr? Ich bin empfindlich am Ohr.
Mein Ohr ist sehr empfindlich. Ein anderes Beispiel ist der Placebo-Effekt. Einige Menschen sind sogar der Meinung, dass das holographische Modell auch Nahtoderfahrungen erklären kann. Ein Forscher, der diese Meinung vertritt, ist Kenneth Ring von der Universität von Connecticut. Wir haben unzählige Berichte von Menschen, die, während sie klinisch tot waren, in eine andere Realität eingetreten sind und die dann wiederbelebt wurden. In ihren Berichten verwenden diese Menschen oft Worte wie Frequenz, Energie oder auch Hologramm, um diese andere Realität zu beschreiben. Diese andere Realität ist plastischer und Gedanken scheinen sich unmittelbar auf sie auszuwirken. Es gibt Beispiele von Menschen, die während Nahtoderlebnissen Hunger verspüren und sofort erscheint etwas zu essen aus dem Nichts. In außerkörperlichen Erfahrungen stellen Menschen oft fest, ups, ich bin ja nackt, und sofort finden sie sich komplett eingekleidet wieder. Irgendwie scheint der Verstand aus dem Frequenzozean ein Hologramm auszuwählen, das Kleidung repräsentiert. Kenneth Ring glaubt, dass wir bei Nahtoderfahrungen oder bei außerkörperlichen Erfahrungen tiefer ins Hologramm eindringen. Es gibt so viele Aspekte, die sich in den Randbereichen unseres Verständnisses befinden, die wir jetzt unter einem neuen Licht betrachten können. Michael, ich danke dir, dass du heute hier warst. Und für die Zuschauer noch ein Hinweis. Von diesem Interview gibt es eine Thinking Aloud Inner Works DVD. Geil, Mann, Alter. Das war echt ein sehr interessantes Video. Holographisches Universum, Bro. Das war mal ein Thema, was ich sehr interessant fand. Da hat viele Dinge, die wir schon konsumiert haben hier auf dem Kanal, miteinander kombiniert. Und deswegen eine geile Geschichte auf jeden Fall. Liebe geht raus an die ganze YouTube-Community. Schreibt gerne eure Gedanken zu den gesagten Themen unten in die Kommentare rein auf entspannt. Würde mich freuen, falls einer von euch noch ein paar Gedankengänge dazu hat oder ein paar Anregungen oder so, natürlich immer wieder unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.